wir wollen das fortführen, was wir mit der Europameisterschaft in Ungarn schon begonnen haben. DFB-Trainer Christian Wyk hat die Auswahl für die bevorstehende U17-Weltmeisterschaft in Indonesien bekannt gegeben. Das deutsche Nachwuchsteam besteht aus 21 vielversprechenden Spielern, die verschiedenen Vereinen angehören. Unter ihnen ist Asan Ouedraogo, der Profi von Schalke, der als wertvollster Spieler mit einem Marktwert von 6 Millionen Euro gilt. Ebenfalls im Team ist Paris Brunner, der 17-jährige Stürmer des BVB, der aufgrund einer etwa zweiwöchigen Suspendierung im Verein um seine Teilnahme an der WM bangen musste. Die WM findet vom 10. November bis zum 2. Dezember statt. Was denkt ihr über die WM? Haben die deutschen Nachwuchstalente das Zeug, um den Titel nach Hause zu holen? Vergesst nicht, den Daumen nach oben zu pushen, ihr kleinen Schlingel.